Das ist so ein Bub, ich habe keine Ahnung, ob der es noch studiert oder nicht, aber der macht immer so lustige Animationen aus seinen Semestern und da läuft irgendwie alles falsch. Und das ist meistens ganz witzig und ich brauche auf Kram Reaction Videos, da gehen wir jetzt rein. Starte! Ah ja, das 8. Semester. Ich wurde in einen Kurs mit Erstsemestern zusammengeschmissen, musste eine zweite Fremdsprache beginnen und verhurte meinen Medienskill für einen Mindestlohn. Mein Lehramtsstudium war geprägt von den seltsamsten... Digga, Bruder, no front, aber sein Bart, also das hier ist echt, das ist es nicht. Modulstrukturen und ständigen Änderungen meiner Studienordnung. So gab es Module, die du nur im Winter und manche nur im Sommer ablegen konntest und dessen Nachprüfungen dann wieder ein Jahr dauerten. Und dann hat natürlich bestimmte... Ja, na, Digga. Lehrämter nur ganz bestimmte Bildungsmodule in ganz bestimmten Semestern, die so fancy Namen hatten wie... Pst, Pepel. Digga, das klingt wie eine Säule, das klingt wie aus Resident Evil Real Talk. Oh nein, er ist krank, oh, die Schien, er wird zum Zombie. Pipki. Eigentlich dachte ich, dass ich Bildungswissenschaften in diesem Semester schon komplett durch hatte und langsam zu den Abschlussprüfungen konnte. Jedoch bemerkte ich, dass ich nicht die erforderlichen Credit Points zusammen hatte. Es stellte sich heraus, dass mir ein Modul fehlte, das ich schon vor 4 Jahren hätte abschließen sollen. Ich meldete mich also an und realisierte nun beim ersten Hingehen, dass ich ab jetzt einen Kurs mit vielen jungen, motivierten Erstis teilen durfte. Und so... Haha, die Leben ist motiviert, das ist furchtbar. ...sich der Kreislauf des Lebens... langsam zu schließen begann. Erstsemester! Ja, schrei nicht so! An der Uni, sein erstes Jahr. Das war eine unglaubliche Leistungsdiskrepanz für mich, da in diesem Seminar natürlich solche Dinge durchgenommen wurden wie die Anmeldung beim E-Mail-Server oder wie man Literatur sucht. Entsprechend wollte ich das Teil eigentlich so schnell es geht hinter mich bringen. Leider galt Anwesenheitspflicht und ohne die Anwesenheit durftest du nicht an der Prüfung teilnehmen. Also versuchte ich mit der Kursleitung einen gesonderten Deal auszumachen. Es gab super viele Gruppenaufgaben, bei denen ich plötzlich als ein sehr beliebtes Mitglied ausgewählt und gefragt wurde. Und wie sie mich immer wieder finden konnten? Na, weil ich überall meine Spuren hinterließ, egal ob offline oder online. Oh, Hermann, NordVPN, skip! Interesse an meinem unglaublichen 8-Semester-Charme lag. Aber wahrscheinlich lag es eher daran, dass ich den ganzen Stoff bereits kannte und die Gruppe durch mich eine 1 bekommen konnte. Masche Darm, ich will es leihen. Ich auch, bitte! Es war trotzdem eine interessante Erfahrung, diese 4 Jahre Differenz mitzuerleben. Muss so geistkrank scheiße mit so jungen Leuten. Und ich glaube, bin ich im Alter von ersten Semester? Wie alt sind denn erste Semester? Sind die 4 oder 5? Weil man ja selber damals genau in denselben Schuhen gesteckt hatte. Abseits meines Versagens bezüglich der Studienstruktur änderte sich jedoch nicht die Banalität mancher Voraussetzungen. Das war nicht nur mitunter ein Auslandsaufenthalt, sondern auch eine weitere Fremdsprache auf mindestens A2-Niveau beherrschen. Also wählte ich einen Sprachkurs, bei dem ich wusste, dass dieser mich auf jeden Fall in meinem Leben in vielen Gebieten unseres Landes weiterbringen wird. Herr Arabisch wäre echt krass. Spanisch. Ich war schon immer sehr sprachnet. Ja, okay, Spanisch sprechen sau viele Leute. Interessiert. Aber es fiel mir super schwer, Sprachen unter Anweisung zu lernen. Digga, mach doch Duolingo. Vor allem, wenn ich es aufgezwungen bekomme von Institutionen. Aber ich wollte ursprünglich erstmal die englische Sprache bis Mitte 20 gemeistert haben, bevor ich mich an das Erlernen einer weiteren Fremdsprache machte. Aber naja, hieß dann halt jetzt Augen zu und durch. In dem Kurs hatten wir eine sehr liebe Betreuerin, die direkt mit ihrem mediterranen Charme übermannte. Aber leider auch sprachlich überforderte. Der Unterricht bestand aus so sehr typischen Inhalten. So zum Beispiel Hörverstehen, was aber meiner Ansicht nach weit über dem Niveau A1 Anfänger lag. La gente y el, lo que era antes Barcelona del centro se ha ido moviendo como un poquito más alejada del centro y Sanz es un buen ejemplo de cómo era antes Barcelona y cómo puede estar en el ideario. Barcelona habe ich gehört, easy, EZ. Cuanto a cómo es Barcelona. Also Marshall, was hast du verstanden? La gente Barcelona? Und oder so künstliche Dialogübungen, die in diesem Szenario gar keinen wirklichen Mehrwert geboten haben. Ich meine, das ist doch ganz logisch. Wenn du 2 Sprachenanfänger hast, die irgendwelche Phrasen vor sich hindreschen über eine Sprache, die sie nicht beherrschen, dann... mutiert das nur zu sowas hier. Buenos dias. ¿Cómo estás? Buenos dias. Bueno. ¿Y tú? Tampoco. Sí. Und was machst du heute noch so? Im Kurs gab es sogar... Bruder, keiner verstanden. Sie, Alter! Ein kleines Abenteuer mit einem Mädel. Hier ist die Zusammenfassung. Buen dia. ¿Quieres tener sexo conmigo? Am Ende kam es zu einer Prüfung, bei der wir 60... Ja, wie hätte das noch nicht geschafft? Kann ich mir nicht erklären. ...Minuten hatten, um 120 Fragen zu beantworten. Diese Prüfung habe ich natürlich mit Bravour versemmelt. Diese ganze Struktur passte überhaupt nicht zu meiner Art zu lernen und versaute mir auch ein bisschen die spanische Sprache.
weswegen ich anfing, mir selber die Lernmaterialien und die Struktur im Privaten autodidaktisch zurechtzulegen. Ich meldete mich dafür bei einem Online-Kurs an, bei dem du die Modulinhalte relativ freizeitig gestalten konntest und beendete das Ganze wieder mit einer Prüfung. Diese Prüfung wiederum bestand ich dann am Ende mit Bravour. Hatte aber das Problem, dass ich zwar jetzt Spanisch schreiben und lesen konnte, aber es kein bisschen sprechen zu vermag, weil ich in diesem Online-Kurs keine wirkliche Praxiserfahrung sammelte. Deswegen meldete ich mich zum Tandem-Programm der Uni an, wo man mit internationalen Studis gepaart wurde. Erstmal probierte ich es mit Englisch aus, wodurch ich mit Rachel, einer Amerikanerin, zusammengebracht habe. Hell no, Rachel's life is eigenartig. Unsere Gespräche waren dann immer ein sehr witziges Hin und Her between English and German. Wir verstanden uns echt gut und sie erzählte mir einige interessante Stories, die sie bereits bei uns erlebt hatte. Also, ich hatte diesen Typen gekannt, der war nett. Und irgendwann hat er mich eingeladen und weißt du, was an seiner Zimmerwand hing? Tonko. Irgendwelche Anime-Poster? Eine Hakenkreuzflagge. Erst war ich geschockt. Helmer! Und dann konnte ich mich vor Lachen nicht mehr einkriegen. Es war einfach ein so banales Klischee. Mit Rachel hielt ich am Anfang intensiven Kontakt, aber leider wurde meine Zeit durch YouTube und Uni immer knapper, weswegen ich mehr und mehr Verabredungen abgesagt hatte. Das war eigentlich echt schade, da ich sehr gut mit ihr klickte und sie... Was? Sie sehr stark diesen American Vibe versprühte, der sehr... USA Helmer! Was eine willkommene Abwechslung zu den reservierten Nordostdeutschen war. Irgendwann verpisste sie sich dann nach Österreich für ihr nächstes Auslandssemester. Anscheinend hat das Hakenkreuz doch eine gewisse Sehnsucht zu unseren Nachbarn hervorgerufen. Ich machte mir nur etwas Sorgen, dass ihre Zwischenmiete erstmal in einem Keller war. Wie ist der Geil nochmal, der Kelleratze? Durch meine Reichweite auf YouTube bekam ich im Raum Rostock und Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Aufträge von Unternehmen und Institutionen. Dadurch konnte ich meinen Nebenjob im Print- und Werbedesign kündigen und quasi das zehnfache an Gehalt verlangen für die komplett selbe Arbeit. Ich hatte selber nie so wirklich Angst vor der Selbstständigkeit. Jedoch war es gerade für die kreativ angehauchten Berufe weitaus schwieriger, einen Fuß zu fassen mit Umsatz, der der Maul stopfen konnte. So waren meine ersten Aufträge davon gekennzeichnet, dass die Forderungen an den Videoinhalten immer größer wurden und oft den Rahmen sprengten über das, was ursprünglich ausgemacht wurde, dass nochmal 3 weitere Überarbeitungen gefordert wurden, obwohl man eigentlich genau das umgesetzt hat, was der Klient schon bei der ersten Besprechung verlangte. Oder dass sie plötzlich weitaus mehr Rechte an den Inhalten wollten, als ursprünglich ausgemacht wurde. Für mich war diese Selbstständigkeit vor einigen Jahren noch eine sehr neue Erfahrung und ich musste viele Erfahrungen des Unternehmertums auf schmerzliche Art und Weise erstmal lernen. Nichtsdestotrotz war das für mich eine sehr wichtige Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Und ich konnte mich in der City und im Bundesland besser mit den verschiedensten Leuten verknüpfen und damit auch Aufträge mit weitaus höheren Budgets an Land ziehen. Bruder, der Mann, Multimillionär! Während ich vorher mit 450 Euro im Monat herumeiern musste, hatte ich mit etwas Fingerspitzengefühl jetzt 4.000 bis 5.000 Euro Umsatz im Monat auf... Bruder, holy shit! Deutsche Multimillionär! Hier war ich dadurch nun ein absoluter Pimp in Rostock. In Realität lebte ich noch pennerhafter als vorher. Ich konnte zwar meinen Lebensstandard und meine Sicherheit immens nach oben pushen. Aber es entfernte mich immer weiter vom Studienalltag per se, der nur noch aus der Abarbeitung der letzten Seminare bestand, den ich gefühlt gar nichts mehr lernte, ein paar Mal Vertretungsunterricht an Schulen, um ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln, sowie die Abarbeitung von Aufträgen, um die Kohle reinzubekommen. Gerade diese Kombination aus Selbstständigkeit und Vertretungsunterricht ermöglichte mir immense Umsätze. Während ich in dieser Zeit viele Referendare kennenlernte, die quasi am Hungertuch nagten, oder auch Lehrkräfte, die sich von einem Zeitvertrag zum nächsten hangelten. Diese Erfahrungen sollten auf meine späteren Semester noch einen immensen Einfluss haben. Ich war zwar auf Papier noch Student, aber stand irgendwie mit einem Fuß schon außerhalb der Uni. Der Zauber des Studentendaseins verflog allmählich und das Bedürfnis nach einem neuen Lebensabschnitt wuchs und wuchs. Yeah!